Viele Makler und auch manche Verkäufer erheben Reservierungsgebühren auf Immobilien, die potenziellen Immobilienkäufern dann in Rechnung gestellt werden, einfach dass die Immobilie zurückgehalten wird. Und ob diese Reservierungsgebühr wirklich erlaubt ist, genau das beleuchten wir heute in diesem Video. Also bleibt unbedingt dran. Ich bin Kai, herzlich willkommen im Baufi-Lab. Trotz der hohen Immobilienpreise ist der Immobilienmarkt ja immer noch sehr stark umkämpft und da ist es natürlich nachvollziehbar, dass ein Verkäufer oder auch ein Makler, wenn er einen potenziellen Käufer gefunden hat für eine Immobilie, sich irgendwo auch absichern möchte, dass der Käufer nicht irgendwann kurz vor dem Notartermin doch nochmal einen Absprung macht und sich's anders überlegt. Und aus dem Grunde ist es häufig gang und gäbe, dass eine schriftliche Reservierungsvereinbarung geschlossen wird. Und die ist eben oft auch mit einer Reservierungsgebühr verbunden. Das heißt, der potenzielle Käufer, der zahlt eine Gebühr, sagen wir mal 1000 Euro. Und diese 1000 Euro werden dann mit dem späteren Kaufpreis verrechnet. Wieso wird das gemacht? Ist im Prinzip ganz simpel. Und zwar ist es so, ein Kaufvertrag für eine Immobilie, der muss immer notariell geschlossen werden. Das bedeutet, ihr müsst zum Notar gehen, um eine Immobilie kaufen zu können. Andersrum gesagt, jede schriftliche Vereinbarung, die nicht über den Notar erfolgt, jeder Vorvertrag oder ähnliches, ist tatsächlich einfach nicht mehr wert als tatsächlich das Papier, auf dem es geschrieben ist. Und das wissen natürlich auch die Makler und aus dem Grunde wird eben diese Reservierungsgebühr verlangt. Einfach weil, bis man einen Notartermin gefunden hat, da können durchaus mal mehrere Tage, manchmal auch Wochen vergehen. Und man möchte, wie gesagt, einfach vermeiden, dass da doch nochmal der potenzielle Käufer einen Rückzieher macht. Das Gute ist, diese Reservierungsgebühr, die ist dann aber für den Käufer nicht weg, sondern die wird dann einfach verrechnet mit dem späteren Kaufpreis. Zumindest so lange, dass der Kauf auch zustande kommt. So, und für alle Makler, die das so machen, für euch habe ich jetzt schlechte Nachrichten, weil diese Reservierungsgebühr, die ist illegal. Das hat der BGH nämlich 2023 entschieden. Und das lässt sich auch nicht dadurch umgehen, dass ihr das jetzt in eure Maklerverträge mit reinpackt und dort irgendwo in den AGBs regelt. Also diese Gebühr, die ist einfach unzulässig. Und die Begründung des BGH dazu, die ist auch relativ logisch, denn die Reservierungsgebühr, die stellt eine unangemessene Benachteiligung des potenziellen Käufers dar. Denn nur er muss ja die Gebühr zahlen, der Verkäufer logischerweise nicht. Also sprich, der Verkäufer, der hat nach wie vor die Möglichkeit vom Verkauf zurückzutreten, ohne dass für ihn Kosten entstehen. Anders als der Käufer, der die Reservierungsgebühr bezahlt hat. Für den wäre bei einem Rücktritt, also wenn der Kauf nicht zustande kommt, die Gebühr einfach weg. Es muss ja nicht mal sein, dass der Käufer sich's anders überlegt hat. Kann ja auch sein, dass er die Finanzierung von seiner Bank nicht gewährt bekommt. Gründe sind vielfältig, aber es ist einfach ein unangemessenes Verhältnis. Er ist benachteiligt, der Verkäufer, der hat noch alle Möglichkeiten. Das ist aus Sicht des BGHs einfach nicht fair und daher gab es dieses Urteil. Wie sieht es aber jetzt in der Praxis aus? Und da muss ich euch leider sagen, viele Makler erheben immer noch diese Reservierungsgebühr, wenn ihr eine Immobilie kaufen wollt. Mag sein, dass sie vielleicht dieses Urteil nicht kennen, mag auch sein, dass es denen egal ist und sie einfach über ihr Standing wissen, weil sie sind einfach am längeren Hebel, vor allem bei Immobilien, die stark gefragt sind. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn es 5 Interessenten für eine Immobilie gibt, alle wollen den gleichen Kaufpreis zahlen, dann werden wohl eher die den Zuschlag bekommen, die bereit sind, diese Reservierungsgebühr zu bezahlen. Ein Dilemma also, aber ich habe einen Tipp für euch. Also erstens ganz wichtig, wenn ihr jetzt eure Traumimmobilie gefunden habt, die über einen Makler verkauft wird und der Makler euch den Zuschlag geben möchte, aber verlangt eben die Reservierungsgebühr. Dann streitet nicht über die Reservierungsgebühr mit dem Makler und schickt ihm schon gar nicht dieses Video hier, um zu zeigen, dass ihr im Recht seid. Ja, ihr seid im Recht, aber wenn ihr das tut, seid ihr auch gleichzeitig direkt unten durch bei dem Makler. Und in der Tat, er ist, so unglücklich es auch ist, immer noch ein bisschen am längeren Hebel. Wenn ihr also jetzt wirklich ernsthaftes Interesse habt und vielleicht nur Bedenken habt, dass euch die Bank das Darlehen nicht gewährt, dann gebe ich euch den Rat, zahlt lieber die Reservierungsgebühr. Die wird ja bei einem Kauf sowieso später mit dem Kaufpreis verrechnet, also kommt der Kauf zustande, ist das ja sowieso kein Thema. Und wenn der Kauf dann doch nicht zustande kommt, weil vielleicht doch die Bank euer Darlehen nicht gewährt, weil ihr es euch anders überlegt habt, weil ihr eine andere, schönere, günstigere Immobilie gefunden habt,
dann ist der richtige Zeitpunkt, dem Makler dieses Video zu schicken, ihn darum höflich zu bitten, die Reservierungsgebühr zurückzuüberweisen, weil die war ja nicht rechtens. Und wenn er sich dann immer noch weigert und uneinsichtig zeigt, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, den Rechtsweg zu gehen. Alles nicht so das coole Vorgehen, aber das ist leider die Praxis und ich versuche natürlich mit meinen Videos euch auch praxisnah die Realität aufzuzeigen. Wie seht ihr die Thematik? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, einfach um mich so ein Stück weit zu unterstützen. Für euch hat es den Vorteil, ihr werdet immer informiert, wenn es Neuigkeiten zum Thema Immobilienfinanzierung und Immobilien gibt. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon aufs nächste Video. Bis dahin, macht's gut.